Ja, moin Leute, ich wollte euch begrüßen zu Teil 28. Wären wir dieses Jahr nicht in einem Schaltjahr, wäre heute genau ein Monat. Aber dadurch, dass wir dieses Jahr ja ein Schaltjahr haben, ist das jetzt fast ein Monat. Also morgen ist genau ein Monat in der Easy Carbo Playlist. Genau. Ich habe gestern habe ich kleine Veränderungen vorgenommen. Nichts Großartiges. Also ich zeige euch das mal. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, auf der Wurzel habe ich Anubias Pflanzen eingesetzt. Die ganz oben, also diese, ist geklemmt. Die mittlerste, diese, und die unterste, die ist aufgebunden. Ich einfach mit Angelsehne habe ich es einfach auf den Ast aufgebunden. Genau. Ich denke, das wirkt ganz gut. Sieht ganz gut aus, denke ich. Ja. So. Ein bisschen heller machen. Ja, ansonsten hat sich gar nicht viel verändert da drin. Wie auch, ne? Von Tag zu Tag entwickelt sich das Becken halt immer weiter, bloß man sieht es halt nicht so gravierend. Hab vorhin mal gefüttert. Ich zeige euch mal die Panzerwälze, die wuseln gerade so schön da unten rum. Ich habe da solches Granulatfutter. Ich zeige euch das dann auch gleich mal. Boah, das mögen die ganz gerne. Das sinkt langsam ab. Also es bleibt ein paar Sekunden, bleibt das an der Wasseroberfläche. Und dann, wenn es sich ein bisschen mit Wasser vollgesaugt hat, tut es natürlich absinken. So haben die Fische, die von der Oberfläche fressen, halt ein bisschen Chance dran rumzuknabbern. Und die Panzerwälse kriegen natürlich auch was ab, ne? Ich zeige euch das mal. Und zwar habe ich hier dieses von Bugbites Futter für Zichliden. Das mögen aber auch die anderen Fische halt, ne? Also nur weil da drauf steht für Zichliden, heißt es nicht, ihr könnt es ausschließlich nur für Zichliden füttern. Ansonsten fütter ich ja hin und wieder dieses Novo Corridoras. Das ist halt speziell in erster Linie für Panzerwälse entworfen worden. Aber wie gesagt, andere Fische fressen das natürlich auch, ne? Dann fütter ich ja hin und wieder mal hier mit diesem von Aka. Das ist ein relativ günstiges Futter. Wird aber auch sehr gut gefressen von meinen Fischen. Genau, diese Vita Flakes, das mögen die schon. So, was habe ich dann noch? Natürlich das Oldschool Futter. Wer kennt es nicht? Das war so früher das Nonplusultra, das und die Produkte von Sera. Da gab es noch kein Bugbites oder sonstiges.
Dieses hier gibt es auch schon lange. Ich weiß gar nicht, wie lange das auf dem Markt ist. Hier diese Futtertabletten von JBL. Die sind auch schon ewig auf dem Markt. Und die werden wirklich gerne gefressen. Ich habe mal eine Zeit lang, das gibt es aber bei uns nicht mehr in der Zoohandlung, das mochten die Fische richtig gerne. Da sind die drauf abgegangen. Dieses von Söll Organics. Das haben die richtig gerne gefressen. Und wenn du das aufgemacht hast, das hat auch richtig angenehm so nach Lachs und sowas gerochen. Und aber nachdem das von Oase aufgekauft wurde, ja, hat unser Händler eben das nicht mehr im Sortiment, weil die wohl keinen Vertrag mit, weil ja, wahrscheinlich beliefert Oase die hier nicht. Die haben auch keine, soweit ich weiß, haben die auch keine Produkte von Oase. Egal was, ob Filter oder sonst was. Ja, aber naja. Jeder hat halt da seine Vorlieben, ne? Ja. Ich glaube, den Fischen ist es im Endeffekt vollkommen egal, was du reinwirfst an Futter. Fische ist halt nun mal so, Fische fressen alles. Wichtig ist halt immer, ja, dass man ein gutes Futter kauft, ein hochwertiges Futter. Und ich glaube, die Futter, die ich euch gezeigt habe, das sind so die Standardfutter, die man so zu kaufen kriegt überall. Und ich glaube, die sind auch hochwertig genug entwickelt, damit die Fische damit zurechtkommen. Viele sagen ja immer, ja, Fische nur mit Flockenfutter oder Trockenfutter zu ernähren wäre einseitig oder wäre nicht gut. Also man sollte auch mal Lebensfutter oder Frostfutter geben. Ja, natürlich, Lebensfutter hat man immer, ist immer die beste Nahrung. Aber ganz ehrlich, wer von uns kommt ohne es? Also heute darfst du es ja sowieso nicht mehr, das Tümpeln. Ne? Ist ja offiziell nicht mehr erlaubt, wenn sie sich beim Tümpeln erwischen. Da kannst du richtig Ärger kriegen. Erstens nimmst du den Fischen, also wenn du jetzt in Teichen tümpeln tust, wo auch Fische drin sind, nimmst du halt den Fischen in der Natur, nimmst du halt die natürliche Nahrung weg. Natürlich werden die dann nicht verhungern, aber trotzdem, man sollte es halt nicht tun. Ich habe ganz früher, habe ich auch getümpelt, aber ich mache das eben nicht mehr, weil ich habe keinen Bock, wenn die mich erwischen, dass ich dann halt eine Strafe zahlen kann oder sonst irgendwas, weil das muss man ja nun nicht herausfordern, ne? Und wenn ihr irgendwo im Wald unterwegs seid, an irgendeinem Tümpel, so, und da kommt der Förster vorbei und einer nimmt es ganz genau, dann seid ihr halt dran, ne? Dann bezahlt ihr. Und das muss man ja nicht herausfordern. Und das Lebendfutter, was man so in der Zoohandlung kriegt, naja, abgesehen mal davon, dass für die Menge, was man bekommt, es viel, viel zu teuer ist. Ich finde das einfach zu überteuert. Dann kann man ganz gut auf Frostfutter ausweichen. Das fütter ich auch hin und wieder. Soll man halt nicht zu oft füttern, weil es das Becken ja doch anders belastet, als wie mit, wenn ihr ein bisschen Futterflocken reinschmeißt oder so. Aber wie gesagt, zu über 90% ernähre ich meine Fische mit Flockenfutter und Granulate und sowas und habe da nie irgendwelche Probleme gehabt. Also keine Ahnung, warum da immer so ein Tamtam drum gemacht wird. Und klar, abwechslungsreich und alles, ne, schon. Aber ich sag mal, wenn ihr eure Fische mit Flockenfutter oder Granulate ernährt, da gehen die davon auch nicht gleich ein. Genau. Ja, dann was ist für die Zukunft so angedacht für das Aquarium? Ja, wenn der Bestand an Keilfleckbärblingen und Zebrabärblingen mal irgendwann aus Altersgründen schrumpfen tut, dann werde ich mal gucken, dass ich mir vielleicht noch mal ein paar schöne Kirschflecksalmler oder Phantomsalmler oder auch
Rote von Rio sind halt auch sehr schöne Fische, ne? Trauermantelsalmler sowieso. Ja, mal gucken, ne? Mal wieder so ein bisschen Oldschool-Fische. So, die man früher halt auch immer gehältert hat, ne? Genau. Weil es würde ja sich dann anbieten mit den anderen zusammen, dass man von den Bärblingen weggeht und ja, ein reines Salmlerbecken, ne? Genau. Also das finde ich ganz gut. Dann, wie gesagt, sind ja die Panzerwelse drinnen, ne? Ja. Ob ich mir dann nochmal Neons holen würde? Neons ja, aber dann halt den ganz normalen Neonsalmler oder eben den roten Neon. Aber ich denke eher den ganz normalen Neonsalmler. Diesen, wie nennt das sich, irgendwas mit Axel Rodi oder so. Ja. Sind halt auch schöne Fische, ne? Neons, die ja, reißen das nochmal so ein bisschen raus, ne? Durch diesen leuchtend bläulichen bis grünlichen Schimmer bei den Neonsalmlern von diesem Blau. Das sieht schon toll aus, ne? Vielleicht anstatt Neonsalmler, vielleicht Glühlichtsalmler. Die würden auch schön sich machen da drinnen, ne? Glühlichtsalmler sind auch richtig schöne Fische. Also generell Salmler gefallen mir halt sehr gut, ne? Ich mag auch hier so, wie gesagt, so Bärblinge, Kalfleck-Bärblinge, Zebra-Bärblinge, das mag ich schon auch gerne. Und ich finde gerade so diese Zebra-Bärblinge, die hat mein Vater schon immer drinne gehabt, auch mit Kalfleck-Barben zusammen und Neons und dann hat er noch Scalare hat er noch drinne gehabt, also die sind wunderbar miteinander zurechtgekommen. Und ja, dann natürlich der Klassiker, den man früher hatte, ne, war der Anzistruswels, ne, der Anzistrus-Antennenwels war halt früher so der Klassiker, hat jeder im Becken gehabt. Früher hast du auch nicht das Problem gehabt, dass du die nicht vermittelt bekommen hast. Heute hast du das Problem, du kriegst sie einfach nicht mehr vermittelt. Warum auch immer. Also, keine Ahnung. Ich glaube, wenn die verkauft werden würden, wie sie früher verkauft wurden, dass es ein super Fisch ist und hin und her, ne? Ich glaube, dann würden die Leute die auch weiterhin kaufen und ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist jetzt nur so eine Vermutung, ne? Aber ja, es ist halt wie mit allem in der Aquaristik, da wird immer geguckt, was ist gerade in und das wird halt gekauft. Vor ein paar Jahren war es in, dass immer mehr Albinos gekommen sind, dann wollten die Leute immer mehr Albino-Fische haben, dann wollten die Leute auf einmal irgendwie Fische haben mit viel Rotanteil, wie zum Beispiel die roten Anzistrus, ne? Die waren mal eine Zeit lang übelst gehypt. Ich fand die nie wirklich besonders schön, auch dieses langflossige, ne? Was jetzt bei den Zebra-Bärblingen auch so ist, mir gefallen die überhaupt nicht, ich mag die einfach nicht. Ich mag Fische mit kurzen Flossen und auch bei den Gubbies teilweise, ne, was da für krasse Flossen rausgezüchtet werden. Da ist das, was ich hier habe, diese Koi-Gubbies, ist schon das Maximum, was ich einem Fisch an Flossen zumuten würde. Ne, verändert halt sich auch der Fisch im Schwimmverhalten und je länger die Flossen, desto schlechter können die halt auch schwimmen und. Aber so ist das, ne? Es wird halt immer geguckt in der Aquaristik, was ist gerade in. Und ja, aber das muss man ja nicht mitmachen, ne? Genau. Ja, ansonsten, was halt auch schon wirklich richtig gut gewachsen ist, ich zeige euch das nochmal. Das sind definitiv die Kirschblätter. Also man kann da wirklich fast ja, sprichwörtlich zugucken, wie die wachsen. Ne? Also ich zeige euch das mal so in der Perspektive, wenn man sich vors Becken kniet. So. Und das sieht man halt schon. Das Wachstum. Ne? So. Man sieht schon, dass sie ordentlich wachsen. Also die haben einige Zentimeter ja, zugenommen. Ne? Mal gucken. Hier die Ocelot.
die hier, die ich vor der Amazonas-Schwertpflanze, das ist ja die große Amazonas-Schwertpflanze, die Ocelot, die steht mir ein bisschen zu dicht hier. Weil hier fängt ja schon das Revier vom Kirschblatt an, sage ich jetzt mal so, ne? Ich werde die noch ein Stück nach hier drüben setzen. Ihr seht, wenn ich von oben runter filme, hier sitzt ja die Ocelot, hier fängt das Kirschblatt schon an. So. Und hier ist noch so eine freie Stelle. Also hier werde ich wohl die Ocelot noch hinsetzen. Das werde ich mal jetzt machen. Genau, das werde ich jetzt mal schnell tun. Wenn ich jetzt einmal so den Gedanken habe, das ist mir nämlich jetzt gerade so mal gekommen, der Gedanke. Moment. Werde ich das jetzt tun, weil die ist nämlich noch gar nicht groß angewurzelt. Die habe ich ja letztens erst versetzt. So, schauen wir mal. Filter mal kurz ausmachen. Kann ich auch besser von oben reingucken. Seht ihr mich im Weg oder? Mal gucken. Gut, dass man bei der Kamera das Display drehen kann. Oh, es ist kalt. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder Herr Barsch oder Frau Barsch und wird mich wieder attackieren. Ne? Wie haben wir es denn heute? Heute nicht attackieren? Ja, die führen im Moment keine Jungen. Also ich konnte die Jungen nicht mehr finden. Die sind, glaube ich, alle, ja, gefuttert worden. Klar, bei den ganzen Fressfeinden, die da drinnen sind, ne? So ist das besser. Jetzt kommt sie aber. Da habe ich noch eine kleine. Ja, die könnt ihr vielleicht schwer erkennen. Aber die hat hier in der Mitte, ich zeige sie euch mal. Ist noch eine ganz kleine. Ja, die hat hier in der Mitte, ja, kann man jetzt über Wasser schwer erkennen. Hat die schon wieder ein schönes Blatt ausgetrieben. Gut. Die setze ich hier hin. Genau. So, was haben wir hier? Ja. Kryptokorallen-Ableger. Der kommt hier vorne mit hin. Ja, das war's schon. Ja, so ist das besser, finde ich. Finde ich besser. Dann mache ich noch schnell einen Filter wieder an. Nicht, dass ich es wieder vergesse. So. Mal gucken, ob das Bild scharf steht. So. Kurz abtrocknen. Ja, es ist das eben, ne? Man gestaltet um, so, dann beobachtet man sein Aquarium, guckt in der Ecke, ob das schön aussieht, wie es aussieht. Und dann fällt euch auf einmal ein paar Tage später auf, ja, das könnte vielleicht noch ein bisschen anders stehen. So, ich zeige euch das mal. Oh, ihr seht das. Ich habe die einfach ein Stückchen noch hier links versetzt und hier ist noch eine kleine Ocelot und ihr seht jetzt die schöne Lücke hier, da haben die Kirschblätter natürlich schön Platz, ne? Genau, und da seht ihr es auch, wie die eben schon gewachsen sind, was das für ein schöner Busch ist. Gut, die muss ich dann ausdünnen, ne? Das werden sonst zu viele da. Da muss ich mal gucken. Da werde ich wahrscheinlich noch das. Na gut, fürs 112 Liter Becken werden sie zu groß. Das wird nichts. Ja. Dann werde ich gucken, wie gesagt, dass ich
hier drüben, wo jetzt der brasilianische Wassernabel sitzt, da muss ich mal gucken, wo ich den hinpacke. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, wo ich den hin tue. Vielleicht mache ich den auch raus und setze den hier irgendwo in die Ecke rein im 112 Liter Becken und mache hier an die Seite, mache ich einen schönen Busch Rotala. Diese, ja, Rotala Rotundifolia oder irgendwas, muss ich mal schauen. Da muss ich mir noch mal Gedanken machen, vor allem mal gucken, was sie bei uns in der Zoohandlung haben zurzeit an Rotala. Vielleicht haben sie ja irgendwie ein schönes In-Vitro-Töpfchen. Muss ich mal gucken. Irgendwas fällt mir da schon ein. Vielleicht haben sie auch in der Pflanzenanlage, in der kleinen, in kleinen Pflanzenbecken irgendwie, ja, irgendwas Rotala-mäßiges. Muss ich mal schauen. Jo. Dann soll es das auf jeden Fall erstmal gewesen sein für das Video. Weil gibt eigentlich nichts weiter mehr zu berichten. Ihr seht's, kleine Veränderungen hin und wieder mal, bis das Gesamtbild dann wirklich passt. Das dauert. Ne? Ihr kennt das selber, ihr gestaltet euer Becken um und dann sieht man erstmal sowieso nicht viel, weil alles trüb ist am ersten Tag. So, am anderen Tag denkt ihr, ja gut, ja doch, gefällt mir, aber könnte noch ein bisschen anders sein. Dann nehmt ihr hier eine Pflanze raus, setzt die woanders hin und und. Also den Prozess, den kennt jeder von euch wahrscheinlich. Und dass man ein Becken nicht an einem Tag umgestaltet, also das ist, da kenne ich selten Leute, die das machen. Gut, was anderes ist es wahrscheinlich im Aquascaping-Bereich. Da denkt man sich ein Layout aus, plant es, setzt es um und dann ist gut. Und nach einem Jahr reißt man es auseinander und macht ein neues Layout. Oder nach 2 Jahren. Aber das ist dann wahrscheinlich im Aquascaping-Bereich schon das allerhöchste, 2 Jahre. Aber das ist nicht so meine Aquaristik. Schaue ich mir wirklich gerne an. Es gibt da tolle Aquascapes, gerade hier von Liquid Nature, von den Jungs von Liquid Nature. Die haben da echt ein Händchen. Wenn man da mal guckt, die Videos auf YouTube, könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Kanal eingeben, Liquid Nature. Die haben in Wien, in Österreich, haben die einen Shop. Die machen auch, ich glaube, alle 2 Wochen oder wann, machen die, glaube ich, einen Livestream. Genau, da könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr euch für das Aquascaping interessiert. Und ja, die machen schon tolle Sachen. Ne? Also die wissen, was sie tun und haben da wirklich ein Händchen für. Und wenn man bei denen so die Verkaufsanlage sieht, die wirken irgendwie nicht, die Becken wirken irgendwie nicht wie Verkaufsbecken. Die wirken irgendwie wie ein Aquarium, was ihr bei euch in der Wohnstube stehen habt. Genau, und das war's. Weggegangen? Ja, ich helfe dir gleich, Christopher. Einen Moment. Ja, aber wie gesagt, das soll es für das Video heute gewesen sein. Ich danke euch für euer Interesse, dass ihr meine Videos schaut und dass ihr auch immer nette Kommentare schreibt. Genau. Wer keine netten Kommentare schreibt, da wird der Kommentar gelöscht und derjenige wird blockiert vom Kanal. Habe ich ja jetzt in der Vergangenheit leider auch schon tun müssen. Ich bin immer der Letzte, der irgendwie blockiert oder sonst irgendwas. Aber bei manchen Menschen muss es halt einfach sein, weil, ja, wenn sich manche Menschen wie der Elefant im Porzellanladen benimmt, finde ich halt immer nicht so toll. Man sollte sich respektieren. Keiner ist perfekt. Der eine macht es so, der andere macht es so, aber dann jemanden irgendwie beleidigen oder dummes Zeugs da schreiben, da bin ich rigoros. Ich denke, ihr versteht das und diejenigen, die es nicht verstehen, ja, dann tut es mir halt leid. Ne? Dann habt ihr den Sinn von Social Media nicht verstanden. Genau, dass das ein Austausch sein soll von Leuten mit dem gleichen Hobby und vielleicht auch, wenn man Tipps für Neulinge geben kann und wenn dann Leute irgendwie wilde Sau spielen, dann ja, genau.
Aber gut, ich will hier nicht das Wort zum Sonntag markieren. Ich beende jetzt das Video, bedanke mich für euer Interesse an meinen Videos und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Bye bye.